ihre besonderen Fähigkeiten und ihre große Feuerkraft prädestinieren sie für die schwierigsten Einsätze. Die US Navy SEALs greifen vom Wasser aus an, vom Land aus und aus der Luft. Dabei setzen sie Sprengladungen ein und die neuesten automatischen Waffen, von denen einige auch schallgedämpft sind. Sie gehören zu den besten Kämpfern der Welt. US Navy SEALs wurden für die gefährlichsten und geheimsten Missionen der US-Streitkräfte eingesetzt. Sogenannte Search and Destroy-Patrouillen in Vietnam, Überraschungsangriffe in Grenada und Panama und Terroristenbekämpfung in entlegenen Gebieten Afghanistans. Als Eliteeinheit der US Navy werden sie zu Konflikten auf der ganzen Welt gerufen. SEALs operieren als kleine Kampfgruppen. Zahlenmäßig sind sie immer unterlegen, aber nie waffentechnisch. Und sie sind Meister der Tarnung. Wenn die US-Armee an einer Küste landen, ein Kriegsschiff zerstören oder völlig überraschend angreifen muss, dann werden die SEALs in Marsch gesetzt. Für Angriffe auf dem Land stützen sie sich auf modifizierte M4-Karabiner und schallgedämpfte HK-MP5-Maschinenpistolen. Auf dem Wasser sind sie mit extrem robusten Hightech-Schlauchbooten unterwegs. Von Flugzeugen springen sie mit einem Spezialfallschirmsystem aus großen Höhen ab. Und um unter Wasser unentdeckt zu bleiben, benutzen sie La-5 Rebreather. Sehen wir uns jetzt ihren Familienstammbaum an und wie Tarnungstaktiken, besondere Fähigkeiten und massive Feuerkraft sie zu der Sondereinsatztruppe gemacht haben, die sie heute sind, die US Navy SEALs. Sich dem Feind unentdeckt nähern und überraschend angreifen, diese wichtigste Taktik der SEALs spiegelt sich in ihrer Ausrüstung wider. Seit nunmehr 40 Jahren benutzen sie deshalb auch schallgedämpfte Waffen. Bei ihren Einsätzen halten sich die SEALs möglichst verborgen. Dabei helfen schallgedämpfte Pistolenschüsse. Der erste Schalldämpfer wurde 1908 von dem britisch-amerikanischen Erfinder Hiram Maxim gebaut. Sein gleichnamiger Vater hatte die Maxim-Gun konstruiert, das erste selbstladende Maschinengewehr. Der Vater hatte also die lauteste Waffe auf dem Schlachtfeld erfunden und der Sohn die leiseste. Maxim Jr. vermarktete seine Erfindung als Schusswaffe für Gentlemen. In den 20er und 30er Jahren war sie bei Jägern und Gangstern gleichermaßen beliebt. Im Zweiten Weltkrieg wurden Schalldämpfer bei Spionageeinsätzen verwendet. Die Möglichkeit, eine Schusswaffe zu dämpfen, war ein unschätzbarer Vorteil, wenn man nicht auffallen wollte. Ein Schalldämpfer macht das Schussgeräusch gar nicht so viel leiser, aber er verändert es. Der Schalldämpfer sollte das Schussgeräusch verschleiern, nicht den Schuss leise machen. Er sollte dabei helfen, dass der Pistolenschütze länger unerkannt blieb. Ein Schalldämpfer verringert nur die Schallemission durch die austretenden Gase. Wenn ein Schuss abgefeuert wird, entstehen im Lauf heiße, sich schnell ausdehnende Gase, die mit hoher Geschwindigkeit aus der Mündung entweichen. Das Ergebnis ist das typische Schussgeräusch. Bei einem Schalldämpfer können die Gase in den Kammern im Inneren des zylindrischen Körpers expandieren und sich abkühlen. Deshalb treten sie mit geringerer Geschwindigkeit aus. Das Ergebnis ist ein leiseres oder nicht als solches erkennbares Schussgeräusch. Im Vietnamkrieg kam ein eigens für die SEALs entwickelter Schalldämpfer zum Einsatz, genannt Hush Puppy.
Eine Smith & Wesson Modell 39 mit Haschpapi. Wenn man sie abgefeuert hat, hörte man nur das. Bei den ersten 5-6 Schuss. Der Name Haschpapi steht für Bassett-Hunde und weist auf die ursprüngliche Aufgabe des Schalldämpfers hin. Laute Wachhunde töten, ohne aufzufallen. Heute benutzen die Seals immer noch schallgedämpfte Waffen. Passende Schalldämpfer für Pistolen und Maschinenpistolen sind Standard bei Einsätzen, die möglichst im Verborgenen ablaufen sollen. Die Seals operieren vor allem von Flüssen und vom Meer aus, während die meisten anderen Eliteeinheiten land- oder luftgestützt eingesetzt werden. Für die Seals ist das Wasser ihr natürliches Element. Und das nutzen sie zu ihrem Vorteil, um ungesehen zu ihrem Zielort zu kommen oder sich wieder zurückzuziehen. Solche Einsätze haben die Seals von einer kleinen Gruppe Marinetauchern geerbt, den Underwater Demolition Teams. Da existiert eine direkte Linie bis zu den heutigen Navy Seals. Jeder Seal verdankt seine Existenz den Underwater Demolition Teams. Die Underwater Demolition Teams wurden im Zweiten Weltkrieg aufgestellt. Im November 1943, nach einer besonders verlustreichen Landung im Pazifik, dem Angriff auf das japanisch besetzte Tarawa Atoll. Die US Marines haben viele Männer verloren, weil sie ertranken, bevor sie den Strand erreichten. Und warum verloren sie so viele Männer? Weil sie nicht wussten, wie tief das Wasser war und wo sich die Korallenriffe und die Hindernisse befanden. Ohne diese Kenntnisse blieben die mit Marines vollgepackten Boote hunderte Meter vor dem Strand hängen. Trotzdem versuchten sie anzugreifen. Die Männer, die die Landungsboote steuerten, ließen die Rampen runter und die Marines sprangen in übermannshohes Wasser. Beladen mit Waffen und Ausrüstung gingen sie wie Steine unter. Sie ertranken, bevor sie ihrem Feind gegenüberstanden. Nach der Tragödie von Tarawa wurden die Befehlshaber der Navy aktiv. Admiral Richmond Kelly Turner, der den Angriff auf Tarawa geplant hatte, schwor, dass so etwas nie wieder passieren würde. Er brauchte Männer, die die Küste untersuchen, die ins Wasser gehen und die Hindernisse finden konnten. Admiral Turner fand diese Männer in einer Navy-Elite-Einheit, die im Umgang mit Sprengladungen ausgebildet war. Sie hieß NCDU oder Navy Combat Demolition Unit. Diese Männer waren für eine ganz besondere Mission ausgesucht worden. Sie sollten die Strände der Festung Europa aufsprengen. Juni 1944. An der alliierten Landung in der Normandie waren auch NCDU-Teams beteiligt. Unter schwerem Feuer sprengten sie tonnenschwere Sperren in die Luft. Aus den Rängen dieser Männer rekrutierte Admiral Turner die neuen Underwater Demolition Teams oder UDTs. Sie bestanden aus Kampfschwimmern, die von Booten vor der Küste ausgesetzt wurden, um unter Wasser das Terrain zu erkunden oder Hindernisse zu sprengen. Es waren schwierige Einsätze, auf denen sie kaum Ausrüstung mit sich führten. Wir hatten Badehose, Messer, Schwimmgürtel und Taucherbrille. Das war's im Grunde. Auch wenn sie fast nackt in den Kampf zogen, mit den UDTs war nicht zu spaßen. Auf ihren Einsätzen führten sie sogenannte Hagensen Packs mit. Kleine Taschen mit Sprengstoff, mit denen sie Korallenriffe und Uferbefestigungen zerstörten. Hagensen war der Name eines Navy-Lieutenants, der eine Tasche mit 8 Blöcken Tetratol erfunden hat. Ein Block wog ein gutes Kilo. In der ganzen Tasche waren also knapp 10 Kilo Sprengstoff. Das Tetratol musste mit einer Sprengschnur gezündet werden.
Sie war so lang, dass die UDTs genügend Zeit hatten, sich vor der gewaltigen Explosion in Sicherheit zu bringen. Man ging immer auf Nummer sicher und machte die Zündschnur ein bisschen länger als nötig. Die Explosion erzeugte in der Regel eine 100 Meter hohe Wasserfontäne. Die Erschütterung spürte man noch 300 Meter entfernt. Im ganzen pazifischen Kriegsgebiet überwachten UDT-Teams die Landungszonen, sprengten Kanäle durch Korallenriffe und Felsen und zerstörten Verteidigungsanlagen. Ihre Einsätze trugen zu mehreren erfolgreichen Landungen bei, bis zu der in Okinawa im April 1945. Nach weiteren Einsätzen in Korea in den 1950er Jahren wurden die UDTs verkleinert. Aber ein paar Jahre später, als die Vereinigten Staaten im Vietnamkrieg gegen Guerillatruppen kämpften, mussten sie ihre Entscheidung noch einmal überdenken. Die Guerillakämpfer waren ein ganz neuer Feind, der nicht mit den traditionellen Methoden geschlagen werden konnte. Deshalb ließ Präsident Kennedy eigene, unkonventionelle Truppen aufstellen. In der Navy waren die unkonventionellen Truppen die Navy SEALs. Präsident John F. Kennedy ließ die SEALs 1962 aufstellen. SEAL steht für Sea, Air and Land, Meer, Luft und Land. Ihr Auftrag? Feindliche, unkonventionelle Truppen überall auf der Welt bekämpfen. Wie ihre Vorgänger im Zweiten Weltkrieg würden die SEALs vor allem vom Wasser aus operieren müssen. Flüsse und Meere sind das natürliche Einsatzgebiet der SEALs. Generationen von UDT- und SEAL-Rekruten mussten ihre Sicherheit im nassen Element unter Beweis stellen. In der Ausbildung werden alle Eventualitäten geübt, damit der SEAL im Einsatz nicht die Nerven verliert. Sie banden einem die Füße zusammen und die Hände hinter den Rücken und warfen einen ins Wasser. Anfangs musste man 3 bis 4 Bahnen im Becken wie ein Delfin zurücklegen und seitlich atmen. Und am Ende hatte man so eine längere Zeit im tiefen Wasser tauchen zurückzulegen. Es ist vor allem eine Kopfsache und man muss sich entspannen. Etwas, das man nicht erzwingen kann. Nur mit der richtigen Technik kann man das schaffen. Für Einsätze unter Wasser benutzen die SEALs Atemgeräte. Und zwar Rebreather oder Kreislaufatemgeräte. Sie funktionieren wie ein einfaches Recycling-System. Wenn der Taucher ausatmet, gelangt die Luft in einen Behälter. Dort bindet sogenannter Atemkalk das in der Ausatemluft enthaltene Kohlendioxid. Der verbrauchte Sauerstoff wird aus einer kleinen Druckgasflasche ersetzt, sodass die Luft vom Taucher wieder eingeatmet werden kann. Im Grunde ist es eine Erweiterung der Lunge. Und man atmet mithilfe des Kalkmaterials im Inneren seine eigene Luft wieder. Das Wichtigste dabei, es werden keine Luftblasen frei. Vor allem für den militärischen Einsatz haben Kreislaufatemgeräte gegenüber offenen Druckluftsystemen Vorteile. Bei offenen Systemen werden große Mengen Luftblasen ins Wasser abgegeben, während bei Kreislaufatemgeräten kaum Luftblasen frei werden. An der Oberfläche aufbrechende Luftblasen warnen den Feind, dass sich ein Taucher nähert. Wenn man auf einem Pier oder am Deck eines Schiffes steht und Luftblasen hochkommen sieht, weiß man, dass ein Taucher im Wasser ist. Man schreit Taucher im Wasser. Wer das hört, greift sich die nächste Handgranate. Und wer schon mal im Wasser gewesen ist, als eine kleine Handgranate hochging, es ist, als kriegt man einen Schneebesen in den Hintern gerammt. Das bringt dich an die Oberfläche.
Kreislaufatemgeräte wurden schon im Zweiten Weltkrieg bei Spezialeinsätzen benutzt. Und zwar von Einheiten des Office of Strategic Services, OSS. Für Unterwassersabotage weit hinter den feindlichen Linien waren sie unverzichtbar. Die Ausrüstung, die das OSS wählte, war die Lambertson Amphibious Respiratory Unit. Obwohl hervorragend in ihrer Zeit, hatte das Gerät seine Grenzen. Ich bin wirklich froh, dass es das in meiner Zeit nicht gab. Mit dieser Tauchermaske hatte man nicht gerade gute Sicht. In den frühen Modellen konnte sich das Kohlendioxid ansammeln und man wurde ohnmächtig, als würde einem ein Sack übergestülpt. Du verlierst das Bewusstsein und das war's. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Lambertson Unit überarbeitet und verbessert. Und diese zweite Generation Rebreather setzten die SEALs ein, nachdem sie 1962 aufgestellt wurden. Heute benutzen die SEALs den modernsten Rebreather, den LA-5. Damit können sie länger und weiter tauchen als jemals zuvor. Das System ist für lange heimliche Einsätze gemacht. Auch nahe an der Gefahrenzone wird niemand den Taucher bemerken. Keine Blasen, keine Probleme. Mit ihren Kreislaufatemgeräten gelangen die SEALs unter Wasser unbemerkt an ihre Ziele. Am Strand brauchen sie Waffen, die es mit dem Feind aufnehmen können. Seit ihren ersten Einsätzen in Vietnam wurden sie immer mit den modernsten Schnellfeuerwaffen ausgerüstet. Die SEALs operieren in kleinen Gruppen und sind extrem schnell und wendig. Auch wenn ihnen die schweren Waffen konventioneller Truppen fehlen, ein Angriff der SEALs ist immer gefährlich. Eine Truppe mit überwältigender Feuerkraft. Sie verwüsten ein Gebiet, ziehen sich zurück und du wirst sie nicht erwischen. Als sie aufgestellt wurden, bestand das Arsenal der SEALs aus M1 Selbstladekarabinern und M3 Maschinenpistolen aus dem Zweiten Weltkrieg. Waffen, die kaum für die unkonventionellen Einsätze der Truppe geeignet waren. Der Mann, der die ersten SEAL-Teams aufgebaut hat, Leutnant Roy Boehm, machte sich auf die Suche nach einem passenderen Sturmgewehr. Roy wollte die besten verfügbaren Waffen und er sah sie sich genau an. Er nahm ein paar Soldaten und ließ sie die Waffe testen. Es war das originale AR-15. Entwickelt von dem legendären Konstrukteur Eugene Stoner, war das AR-15 aus besten Materialien gebaut und feuerte eine neu entwickelte 5,56mm Patrone. Und besonders wichtig für die SEALs, das Gewehr und die Munition waren leicht. Ihr Gewicht und das Gewicht der Munition, alles war richtig, um aus ihr eine Dschungelwaffe zu machen. Eine Schlammwaffe, wie wir sie in Vietnam hatten. Man muss auf das Gewicht achten. Jedes Gramm, das man trägt, lässt einen tiefer in den Schlamm sinken. Für mehr Feuerkraft stand eine andere Stoner-Konstruktion bereit. Ein leichtes Maschinengewehr, das den Gegner mit einem Hagel aus 5,56mm Projektilen eindeckte. Gene Stoner hat viele andere Waffen entworfen, aber nur eine trägt seinen Namen. Und sie steht für die Navy SEALs in Vietnam. Diese Waffe ist ein leichtes Maschinengewehr, das Stoner 63A. Das leichte Maschinengewehr von Stoner. Die SEALs in Vietnam mochten diese Waffe sehr. Durch ihre hohe Feuergeschwindigkeit war sie einfach zu erkennen. Ich habe mir genau überlegt, ob ich damit schießen ließ. Auf die SEALs in Vietnam waren Kopfprämien ausgesetzt. Man wollte den Gegner nicht wissen lassen, dass man da war. Das Stoner 63 ist eine modular konzipierte Waffe, die in 6 verschiedenen Konfigurationen eingesetzt werden konnte. Vom Karabiner bis zum Maschinengewehr mit Gurtzuführung. Wie das AR-15 schätzten die SEALs das Stoner wegen seines geringen Gewichts.
Es ist so klein und leicht, dass man es mit einer Hand tragen kann. Und wenn man den Kolben abmacht, hat man sowas wie eine riesige Pistole. Aber eine mit 105-56er Patronen, die mehr als 600 Schuss pro Minute feuert. Für noch größere Feuerkraft gab es das M60 Mehrzweckmaschinengewehr. Diese Waffe war ein Kompromiss zwischen dem leichten BAR und dem schweren Browning Kaliber 30 mit Gurtzuführung. Die SEALs passten die Waffe für ihre besondere Art der Einsätze an. Die von den SEALs modifizierte Version wird Chopped M60 genannt, zerhacktes M60. Sie entfernten den Kolben, was ein paar Kilo Gewicht sparte. Auch das Zweibein wurde entfernt, eine weitere Gewichtsersparnis. Und das vordere und hintere Visier fehlte, wofür man ein paar zusätzliche Patronen mitnehmen konnte. Das Ergebnis war eine schnelle, verheerende Waffe, bedient von einem instinktiv zielenden Soldaten. Man klemmt sie sich unter den Arm und geht mit Leuchtspurmunition auf das Ziel los. Im Vietnamkrieg setzten die SEALs das M60 mit seinen schweren 7,62 mm Patronen gegen feindliche Stellungen ein. Wenn sie noch schwerere Geschütze brauchten, benutzten sie den 40 mm Granatwerfer. In den 1950er Jahren entwickelt, konnte der einschüssige M79 seine hochexplosive Munition mehr als 200 Meter weit schießen. Auch diese Waffe haben die SEALs für ihre Bedürfnisse verbessert. 40 mm Pumpgun. Das ist der größte Pump-Granatwerfer, die größte Repetierschrotflinte, die je gebaut wurde. Das ist ein höllisches Geräusch. Stellen Sie sich das nachts vor, wenn der Schall sich besser ausbreitet. Wenn ich dieses Geräusch höre, erschrecke ich mich zu Tode und verkrieche mich im nächsten Loch. Drei im Magazin, eine in der Kammer. Vier Patronen. So schnell, wie man sie in die Kammer kriegt, kann man wieder feuern. Eine wirklich verheerende Waffe. Weniger als 5 Sekunden braucht ein erfahrener Schütze, um mit ihr 4 Granaten auf seine Feinde abzufeuern. Ich demonstriere die Feuerkraft der SEALs in Vietnam mit einem Wettschießen. 3 Granaten mit dem M79 und dem Pump-Granatwerfer. Ready on the line? Fire! Obwohl schwer und kompliziert, hat der 40 mm den SEALs in Vietnam eine einzigartige Feuerkraft verschafft. 4 Sprenggranaten, so schnell wie man repetieren und den Abzug drücken kann. Als Navy-Einheit werden die SEALs häufig auf Flüssen oder auf dem Meer eingesetzt. Größere amphibische Einheiten greifen mit schweren Waffen gegnerische Strände an. Kampfschwimmergruppen landen heimlich an einer Küste. Um unentdeckt zu bleiben, stehen den SEALs ausgefeilte Über- und Unterwasserfahrzeuge zur Verfügung. Wir wollen nicht gesehen werden, sonst kriegen wir Probleme. Die SEALs benutzen verschiedene Schnellboote bis hin zum Pegasus Mark V Special Operations Craft. Aber ein kleines und sehr wendiges Boot dient den SEALs seit nunmehr 40 Jahren. Das Combat Rubber Raiding Craft, kurz CRRC. Diese Boote haben den Kampfschwimmern bestens gedient. Von den ersten Einsätzen im Pazifik während des Zweiten Weltkrieges bis heute. Das Synonym für CRRC heißt Zodiac.
Das Zodiac ist allen Seals geläufig, die in den letzten 20, 30 Jahren gedient haben. Es ist ein Schlauchboot. Sie sitzen vorgelehnt auf den Seiten, die Waffen bereit. Die Vorläufer des Zodiac waren einfache Schlauchboote der US Navy im Zweiten Weltkrieg. Im Pazifikkrieg wurden sie als Rettungsboote benutzt oder um Soldaten und Ausrüstung an den Strand zu transportieren. Die UDT-Teams setzten sie ein, um Kampfschwimmer schnell ins Wasser oder nahe an die Küste zu bringen. Schon kurz nach ihrer Aufstellung 1962 haben die Navy Seals das Zodiac in Dienst gestellt. Mit seinem kraftvollen Außenbordmotor war es ein schnelles und robustes Boot. Das Zodiac-Schlauchboot ist ein sehr stabiles Wasserfahrzeug. Es ist nahezu unsinkbar und Sie können es kaum umwerfen. Stellen Sie sich den Schlauch von einem Lastwagenreifen vor, den Sie versuchen, unter Wasser zu drücken. Fast unmöglich. Es ist also ein sehr verlässliches Gefährt für Ihre Einsätze. Zodiacs können von großen Schiffen ebenso ausgesetzt werden wie von U-Booten. Und wenn es mal besonders schnell gehen muss, kann man die Gummienten, wie sie liebevoll genannt werden, sogar per Fallschirm abwerfen. Für Einsätze unter Wasser stehen den Seals auch raffinierte Mini-U-Boote zur Verfügung, die Seal Delivery Vehicles oder kurz SDVs. Diese Seal-Lieferwagen haben die Einsatzweite der Truppe beträchtlich vergrößert. Das SDV ist genau das, was der Name sagt. Ein Ziellieferwagen. Statt mühsam unter Wasser zu seinem Ziel zu schwimmen, kommt man mit diesem Fahrzeug hin. Relativ ausgeruht und schnell. Und dadurch kann man seinen Auftrag besser ausführen. Die jüngste Generation des SDV ist das Mark 8. Mehr als 6 Meter lang kann es bis zu 6 Seals zu ihrem Einsatzort bringen. Die ersten Mini-U-Boote wurden aber schon vor mehr als einem halben Jahrhundert gebaut. Die SDVs lassen sich bis zum Zweiten Weltkrieg zurückverfolgen. Die britische X-Klasse und die italienischen und japanischen Mini-U-Boote. Sie alle sollten Taucher vom Mutter-U-Boot zum Zielort bringen, wo Sprengladungen angebracht wurden, und wieder zurück zum Mutter-U-Boot. Nach dem Zweiten Weltkrieg prüfte die US Navy den Einsatz von Mini-U-Booten für Kampfschwimmer. In den 1960er Jahren wurde das Mark 7 SDV entwickelt. Es konnte 4 Personen in 2 gefluteten Kabinen transportieren. Dabei trugen die Seals ihre volle Tauchausrüstung und atmeten Sauerstoff aus Druckgasflaschen an Bord. Das ist ein Mark 7 SDV. Beim Tauchen wird es geflutet. Man steuert es ähnlich wie ein Flugzeug. Die SDVs gaben den Seals die Möglichkeit, Einsätze vollständig unter Wasser durchzuführen. Der Feind hatte keine Ahnung, dass sich die Seals der Küste näherten. Es ermöglicht Einsätze, die vollständig unter Wasser stattfinden. Man kann von einem U-Boot aus im Meer starten, in einen Hafen eindringen, ein Schiff angreifen, sich zurückziehen und wieder am Mutterschiff andocken, ohne an die Wasseroberfläche zu kommen. Aber die SDVs haben auch Nachteile. Bei langen Tauchgängen in kaltem Wasser müssen die Seals an ihre Grenzen gehen. Und an Bord sind die Verhältnisse beengt. Dort drin ist es sehr eng mit der ganzen Taucherausrüstung. Da sollte man nicht an Platzangst leiden. Das heute modernste SDV, das Mark 8, wird für die verschiedensten verdeckten Einsätze verwendet.
Es ist nur wenig größer als das Mark 7, aber mit modernsten Navigationssystemen ausgerüstet. Das ist das Mark 8 SDV. Eine Fiberglas-Aluminium-Konstruktion mit Elektromotor und Akku, einer Schraube und Höhen- und Seitenrudern zum Steuern. Es hat einen Vermeidungssonar, den man unter Wasser bedienen kann. Es ist so eine Art Unterwasserradar für sich nähernde Objekte, Pier oder Brückenpfeiler, ein Schiff. Ich würde gern mehr ins Detail gehen, aber ich darf nicht, weil alles geheim ist. Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie SEAL werden. Auch wenn Sie eine Marinetruppe sind, zu vielen Ihrer Einsatzorte gelangen die SEALs mit dem Fallschirm. Im Namen SEAL sind drei Bereiche vereint: Meer, Luft und Land. Der wohl schwierigste ist die Luft. Die SEALs müssen mit dem Fallschirm aus Flugzeugen abspringen. Konventionelle Fallschirmjäger springen mit Rundkappenfallschirmen aus geringer Höhe ab. So können große Truppenkontingente schnell auf den Boden gebracht werden. SEALs dagegen wollen unauffällig bleiben. Sie springen nachts und aus großer Höhe ab. Auch wenn es gefährlich ist, auf diese Weise können sie sich dem Feind unbemerkt nähern. Die Grundlagen für Sprünge aus großen Höhen wurden in einem Forschungsprojekt der US Air Force in den 1950er Jahren erarbeitet. Die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommenen Düsenflugzeuge konnten höher und schneller fliegen als jemals zuvor. Wissenschaftler untersuchten die Auswirkungen großer Höhe auf den Menschen und ob man aus der Stratosphäre abspringen könnte. Air Force Balloonist Captain Joseph Kittinger Jr. is laced into an elaborate pressure suit in preparation for a daring ascent into the stratosphere. Dabei absolvierte Joseph Kittinger 1960 aus über 30.000 Metern Höhe den längsten Fallschirmsprung der Geschichte. Bei gut 30.000 Metern grenzt die Atmosphäre ans Weltall. Wenn man sich vorstellt, durch die obere Atmosphäre zu fallen, mit 1100 Stundenkilometern, das muss ein Erlebnis sein. Kittingers Sprung und seine Ballonfahrten bewiesen, dass der Mensch extreme Höhen überstehen kann. Ende der 1960er Jahre wurde dann eine militärische Sprungtechnik mit Namen HALO, Heiligenschein, entwickelt. Wenn du den Sprung vermasselst, hieß es, kriegst du einen Heiligenschein. Eigentlich steht das Wort für große Absprunghöhe, niedrige Öffnungshöhe. Sie springen raus und fallen lange, bis sie ihre Schirme in geringer Höhe über dem Boden öffnen. Die SEALs erkannten sofort das Potenzial dieser Sprungtechnik. Mit HALO konnte man Teams in Gegenden absetzen, die zu Land oder zu Wasser nicht erreichbar waren. Für einen HALO-Sprung fliegt das Flugzeug die SEALs direkt über die Landezone, in einer Höhe bis zu 10.500 Meter. Wenn der SEAL die Maschine verlassen hat, bleibt er bis zu 2 Minuten im freien Fall, bevor er bei etwa 900 Meter Höhe den Fallschirm öffnet. Es war eine Methode, die Truppen schnell auf den Boden zu bekommen. Aber bald wurden die Nachteile dieser Technik offensichtlich. HALO wurde in einer Zeit entwickelt, als wir runde Fallschirme benutzten. Sie sind nicht vorwärts geglitten. Nach dem Öffnen waren sie im Wesentlichen dem Wind ausgesetzt. Das war nicht das einzige Problem. Ein Flugzeug direkt über der Landezone konnte auch den Feind alarmieren. Ein Nachteil von HALO ist, dass man zu nahe an der Landezone springt. Das Flugzeug kann gehört oder gesehen werden und nahezu sicher hört man das Öffnen der Schirme. Man weiß also, dass du kommst, und das ist nicht gut. Eine neue Technik für Sprünge aus großen Höhen hat HALO weitgehend abgelöst. Ihr Name: HALO.
Das heißt große Absprunghöhe, große Öffnungshöhe. Der Springer verlässt die Maschine in großer Höhe und öffnet sehr bald den Fallschirm. Hey-Ho benötigt eine neue Form von Fallschirm. Die einfachen Rundfallschirme der 1960er Jahre wurden durch Flächenfallschirme abgelöst, die in verschiedene Richtungen gelenkt werden können. Sie sind sehr gut zu lenken. Deshalb kann man damit in der Gruppe fliegen und kommt nahe beieinander herunter. Man fliegt in Formationen ins Zielgebiet. Bei solchen Sprüngen haben wir schon 50, 60 Kilometer horizontal zurückgelegt und waren dabei 50, 60 Minuten unterwegs. Hey-Ho ermöglicht es den Seals, in sicherer Entfernung von ihrem Zielgebiet abzuspringen und es von ihrem Gegner unbemerkt anzufliegen. Wenn das dein Zielgebiet ist, dann willst du nicht direkt darüber abspringen, sondern 30 oder mehr Kilometer entfernt. Du öffnest den Fallschirm nach 5 bis 8 Sekunden und gleitest die lange Strecke, wobei du nachts kaum entdeckt werden kannst. Du landest in deinem Zielgebiet und führst deinen Auftrag aus. Mit Hey-Ho wissen sie nicht, dass du kommst. Sie wissen nicht einmal, dass du gelandet bist. Heute erfolgen Hey-Ho-Sprünge aus derselben Höhe, in der Passagierflugzeuge unterwegs sind. Bei Temperaturen von minus 50 Grad. Und die Seals führen dabei ihre volle Kampfausrüstung mit, die etwa 90 Kilogramm wiegt. Die Fallschirme, die solchen Belastungen standhalten, müssen sehr robust und doch leicht sein. Die Seals geben sich nur mit dem Besten zufrieden. Wir machen die verschiedensten Belastungstests und suchen das absolut leichteste Material, das unseren Anforderungen genügt. Da sie zu ihren Einsätzen viel Ausrüstung mit sich führen, halten wir das Gewicht möglichst gering. Bei solchen Sprüngen darf nichts schiefgehen. Die Ausrüstung, die die Seals verwenden, ist nicht nur robust, sie verfügt auch über entsprechende Sicherheitsmerkmale. Wenn sich der Hauptschirm nicht öffnet, zieht er einen grünen Griff. Die Haupttragegurte werden beide gelöst. Am rechten hängt die Reserve Static Line, die den Reservefallschirm öffnet und das Leben des Springers rettet. Aber genug geredet. Gehen wir zum Flugfeld und springen. Für einen Hey-Ho-Sprung aus 10.000 Meter Höhe trägt der Seal einen isolierten Anzug, Helm und Atemgerät. Die gesamte Ausrüstung plus Seal kann bis zu 200 Kilogramm wiegen. Ein Hey-Ho-Sprung gehört zu den schwierigsten Aufgaben eines Navy Seals. Egal wie zäh und stark er ist, wenn er nicht springen kann, fliegt der Seal aus dem Team. Achten Sie auf seine Hände. Steuerschlaufen, den Schirm hochziehen, Landung. Guter Sprung. Jetzt geht's Dresche. Sie sind eine der besten Marinekampftruppen der Welt. Ihre Feuerkraft, ihre Sprungtechnik und ihre ausgefeilten Unterwasserfahrzeuge prädestinieren sie für eine Vielzahl von Einsätzen. Ihr Familienstammbaum spiegelt ihre Entstehung wider.
Von Unterwassersprengeinsätzen im Zweiten Weltkrieg zu bestens ausgebildeten Kampfschwimmern. Mit schallgedämpften Waffen ausgerüstet, nähern sie sich unentdeckt ihrem Feind. Ob unter Wasser oder aus der Luft und greifen völlig überraschend an. Die Eliteeinheit der amerikanischen Marine, die US Navy SEALs.